Ja, moin Leute, ich grüße euch. Ja, wir haben heute einen schönen Sonnenschein und meine Solaranlage macht super Arbeit. Dann habe ich aber auf der Fahrt festgestellt, dass irgendwie mein Generator bzw. ja, ich denke mal, die Systemspannung hier Probleme macht. Sprich, meine Lithiumbatterie, also die wird sehr träge geladen. Na, also jetzt wollen wir mal schauen, ob wir hier das heute mal ein bisschen lichten, das Problem. Jetzt immer erstmal ein bisschen freilegen, dass wir erstmal gucken, wo wir doch anfangen müssten. Also meine Idee ist ganz einfach, die Spannung anzuheben vom Generator. Die regelt sich ja selber. So, hier sieht man mal meine Batterie. Das ist die Startbatterie. Und hinten, wie ihr wisst, ist ja meine Lithiumbatterie. Und wir wollen mal eben, ja, am besten ein bisschen mehr Licht holen. So, also hier ist meine Startbatterie. Das ist ja an sich ziemlich offensichtlich. Hier sind ein paar Sicherungen. Da hinten in der Ecke, das scheint wohl das Trennrelais zu sein. Dann haben wir hier Absicherung. So ein kleines Relais. Ich denke mal, das ist wohl irgendwas anderes. Naja, also es muss ja so sein, wenn das Fahrzeug läuft, schaltet ja, ich sag mal, das Relais da hinten einfach die Lithiumbatterie parallel, damit sie halt geladen wird. So, und laut meinem Bluetooth, wenn der Wagen läuft, habe ich irgendwie 3 Ampere. Das können wir gleich nochmal messen. Also die Startbatterie hier, die ist voll. Und man muss natürlich jetzt, wenn man da, ich sage jetzt mal, einen DC-Wandler zur Anhebung der Spannung, damit die Lithiumbatterie, das Batteriemanagement auch vernünftig hochfährt, dass wir ein bisschen mehr Ampere da reinkriegen, dann wird das wohl darüber hinaus so laufen, dass wir irgendwo in die Schaltung dazwischen müssen. Ich habe ein Gerät bestellt, das soll angeblich damit gehen, sprich ein DC-DC-Konverter. Ich habe einen kleinen genommen, 30 Ampere, das langt mir, weil ich kann ja auch 50 Ampere nehmen, aber dann müsste ich auch alle Leitungen hier tauschen. Ich muss das schon ein bisschen so machen, dass es hier irgendwo auch nicht das System, den Generator, der ja nun auch recht alt ist, jetzt nicht überlastet. Ich habe mal geguckt, das ist ein 50 Ampere Generator, der kann belastet werden, keine Frage. Aber wenn ich natürlich fahre und ich habe Licht an und Wischer und Lüftung und so, und dann kann das nachher grenzwertig werden, dass hier die Leitungen nicht überlastet werden. Und deswegen geht es mir eigentlich wesentlich von 3 Ampere. Ich sag mal 10, 14, 15, das wird mir vollkommen lang, um im normalen Kurzstreckenbereich immer. Was werden wir machen? Wir werden jetzt erstmal gucken, wo ist wie was verschalten, packen das Gerät aus, gucken mal, wie man das machen kann. Ich nehme euch ein bisschen mit da. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz hin hier, damit welche die, naja, ich werde öfter mal irgendwie in Kommentaren dann gefragt und so, wie hast du das genau gemacht und so weiter. Also ich versuche hier wirklich schon das relativ bildhaft zu machen, wie so Eingriffe sind. Denn wenn dann natürlich das Grundverständnis in der Elektrik nicht da ist, ja, meine Güte, dann müssen wir hier irgendwie, keine Ahnung, nochmal komplett anfangen. Aber damit das mal bildhaft wird, wir haben hier, das ist eine Ladeleitung, das kann ich daran sehen, die ist erstmal am Pluspol dran und führt im Grunde jetzt hier unten einfach weg. Das kann also im Grunde nur Lichtmaschinenausgang sein. Dieses hier, das erkenne ich daran, dass es genauso da angeschlossen, abgesichert, führt aber hier unten runter, man kann es jetzt nicht ganz sehen, führt aber zu diesem Relais. Das ist das hier. Das nennt man sogenanntes Trennrelais. Das ist einfach, wenn der Motor aus ist, getrennt. Die beiden Batterien sind dadurch auch physikalisch getrennt. Ich kann dann also meine Bordbatterie komplett entleeren, ohne dass meine Startbatterie leer geht. So, und nun ist es halt so, D plus, das ist die Generator plus Leitung, das ist eigentlich auch die, womit eine typische Batteriekontrollleuchte ausgeht. Damit wird das Relais dann geschalten. Sobald der Motor läuft, klickt es zusammen und wir haben dann eine Parallelschaltung. Dann geht das im Grunde von dieser Batterie, die Ladeleitung, hatte ich ja gesagt, hier rein, hier wieder zurück, zack, und geht dann letztendlich hier zu meinem Anschluss der zweiten Batterie, meiner Versorgerbatterie, und damit wird die geladen. Und wenn ich jetzt hier den Wagen laufen lasse, und ich habe hier, sagen wir mal, eine Systemspannung, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 13,5, dann langt das ein Batteriemanagement zum Hochfahren einer Lithium-Batterie nicht so ganz. Also da kann er zwar was draus generieren, aber die haben in der Regel nicht ein Management. Ich sag mal, bei 13,5 ist grenzwertig. Dann liegst du damit 3 Ampere oder 4. Das ist alles nicht hitverdächtig. Mein Solarladeregler liegt so bei 14,2, wenn die Sonne scheint. Und dann zieht auch das Batteriemanagement eine Lithiumbatterie. So, also das ist wirklich schon, das pegelt sich. So, aber wenn jetzt, wie gesagt, hier im System, und das ist parallel geschaltet, nur 13,5 im Lauf sind, ja, wie
dann kann auch die Lithiumbatterie nicht ziehen. Das macht sie dann auch nicht, ne? Weil sie dann einfach sagt, hier, das ist zu gering. Aber treibe ich das hoch auf 14,2, 14,4, also nahe dem, was mein Solarregler macht, dann muss da was gehen. So, und das nochmal jetzt mal so kurz zum Hintergrund. So, bevor wir die Batterie gleich ausbauen, müssen wir eigentlich gar nicht ausbauen. Mal gucken, ob wir da so rankommen. So, wollen wir doch mal prüfen. Ich gehe jetzt hier mit meinem Spannungsmesser mal und prüfe erstmal die Leerlaufspannung der Batterie. Die Batterie ist jetzt nicht belastet, also hier im Fahrzeug ist nichts an. So, stellen wir ganz kurz hier auf Volt und Gleichspannungsvolt und wollen wir mal testen. Oh, 14,47, also sagen wir 12,5. Das behalten wir mal genauso. So, Leerlaufspannung haben wir geprüft, 12,5, das werden wir uns auch gleich mal aufschreiben. Jetzt möchte ich ja noch wissen, was ist, wenn die Lithiumbatterie zugeschaltet wird, sprich, wenn das Fahrzeug läuft. Und dann wollen wir nochmal messen, welcher Strom denn da so reingeht, rüber zur Lithiumbatterie. Ja, da werden wir also auch mit diesem Messgerät prüfen können. Das Schöne ist eben, hat eine Stromzange, man kann dann um das Kabel einfach rum und dann kann man in Ampere anzeigen lassen, was da so geht. So, starten wir mal das Fahrzeug. So, ich habe jetzt das Fahrzeug mal gestartet, das ist jetzt normal im Leerlauf. Ich habe jetzt meine Stromzange hier mal dran und das ist ja jetzt die Leitung, die hinten zu meiner Lithiumbatterie geht. Und wir sehen im Stand hier, also das geht jetzt rüber, irgendwie 3 bis 4 Ampere. Und das ist natürlich recht wenig, also muss das mehr oder weniger damit zusammenhängen, dass hier die Systemspannung einfach nicht ausreicht, damit das Batteriemanagement die Lithium hochzieht. Ja, jetzt gucken wir mal eben, ob ich das hier so kurz hingestellt bekomme. Aber ich will ja natürlich jetzt auch noch mal messen, ja, was die Spannung denn jetzt hier so ist. Weil eben hatten wir eine Leerlaufspannung 12,5. Natürlich einstellen auf Volt. DC. Automatik ist an. Gucken wir mal, ob wir das sehen können. Kabel hier. Haben wir denn hier, guck mal, 13,4. Also grundsätzlich, meine Startbatterie wird geladen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Die ist jetzt auf jeden Fall über ihre Leerlaufspannung. Insofern geht da auch was rein. Wenn ich jetzt Verbraucher anmachen würde oder so, dann wandert das natürlich noch mal ein bisschen hoch oder runter, tendenziell runter. Und dann wird das noch weniger in meine Lithiumbatterie reingegangen. So, wir haben jetzt im Grunde ermittelt, was die Positionen hier sind. Und das werden wir jetzt alles aufschreiben. Ja, so ganz normaler Leerlauf, 13,4 und das ist gut. So, nun habe ich ein bisschen was aufgemalt. Ich habe ja gesagt, die Zahlen, die merke ich mir mal und versuche das jetzt hier mal zu visualisieren. Also grundsätzlich ist es so, wir haben den Generator, wir haben die Startbatterie, wir haben das Trennrelais, Absicherung, klar. Dann hier die Lithiumbatterie und hier meine PV-Anlage. Jeweils ist alles auf demselben Massepotenzial. Ne? Ich habe ja am Fahrzeug nur eine Masse. Und dann hatte ich ja gesagt, die Leerlaufspannung, sprich die Batterie ist nicht belastet, ganz normal im Stand, haben wir 12,4. So, dann haben wir D+, ist tot, wenn der Wagen steht, soweit auch klar. Und wir haben hier meine Lithiumbatterie, die jetzt für die Verbraucher soweit ja auch im Leerlauf ist. Und wir starten das Fahrzeug. Starten das Fahrzeug, Erregerspannung bzw. hier die D+, macht Plus, sobald er läuft, zieht das Relais zu und dann haben wir die Batterien parallel geschaltet, ja, parallel, und haben eine Systemspannung von 13,4. Wenn wir hier 13,4 haben, dann haben wir neben Leitungsverlusten natürlich auch hier irgendwo die 13,4. Das ist nirgendwo höher, das war es an sich schon. Ne? Die PV ist eingestellt, wenn die Sonne scheint, auf 14,2, das ist eigentlich ideal für eine Lithiumbatterie, dass das Batteriemanagement richtig saugt, also sprich auch Strom annehmen kann. Ja, in dem Zustand mit 13,4 haben wir geschafft, 4 Ampere ging hier rüber, total dünn, langt mir nicht. Wenn die Sonne scheint, schafft meine Solaranlage, ich meine so zwischen 8 und 10 Ampere, 8 bis 10,
Das ist echt super. Und wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, das irgendwie hinbekomme, mache einfach mal eine 1 davor, um das einfach mal so gefühlsmäßig, dann schaffe ich hier auf 28 Ampere. Das wäre super, ne? Wenn man bei der Sonne fährt. Wenn PV nichts bringt, dann bleibt das eben 14. Da müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie nochmal einstellen. Ja, wo wir zwischen müssen, ist klar, irgendwo in dem Bereich. Und wir müssen auch sehen, dass mein 50 Ampere Generator nicht überlastet wird. Weil wenn ich sage, ich ziehe mir jetzt hier 30 Ampere und hier wandert die Spannung, während der Motor läuft, und ich habe noch Lüftung an, ich habe meine Scheinwerfer an und dann geht das hier runter nahe der Leerlaufspannung. Dann sind wir ja kurz davor, dass A, nichts mehr geladen wird, das ganze System relativ hoch belastet ist und eventuell sogar diese Batterie noch leer lutschen, damit die geladen wird. Das heißt, ich mache den Motor aus, will starten, geht gar nicht mehr, weil hier die Batterie schon leer ist. Also solche Sachen können passieren. Sollen wir sehen, dass wir mit unserem, ich habe das Teil hier mal zum Vorführen, also 30 Ampere, eingangsseitig zwischen 8 und 60 Volt und ausgangsseitig, ich glaube, zwischen 10 bis hoch 80. Das ist also ein sogenannter Step-Up-Konverter. Das heißt, eingangsseitig muss immer niedriger sein als die Ausgangsseite, weil sonst wäre es ja ein Step-Down. Aber für unsere Anwendung, um jetzt sagen wir mal hier in die höhere Voltzahl zu kommen, von 14,2 eingangsseitig, müssen wir uns orientieren. Das ist die Leerlaufspannung. Ich darf also auf keinen Fall unter die. Ne? Ja, was haben wir denn für Anschlüsse? Wir haben hier Eingang plus, Minus, Minus, Ausgang plus. Das hier ist, ich denke mal, der Regler für den Protect. Steht da irgendwas? Muss ich nochmal gucken. Nee, das ist genau. Das hier stelle ich im Grunde diese Schwellspannung ein, dass wenn er zum Beispiel unter 12,4 das Teil tot machen muss, beziehungsweise hier den Ausgang runterfahren, weil sonst, wie gesagt, läuft das ja hier runter. Aber wenn das die 13,4 sind und das wäre dann der Lauf, dann kann hier gerne der Strom reguliert werden, weil ich will es ja eben auch nicht überlasten. Ich will irgendwo gucken, dass wir nicht unbedingt die 30 Ampere holen. Wenn das kann, können wir es machen, aber das muss ich messen. Ja, und hier wollen wir irgendwie 14,2 haben. Darf ich das Ding ja nicht einfach einbauen? Ne? Anschlussmäßig ist es jetzt für mich schon klar. Muss gucken, ob wir auch hier das Massepotenzial für dieses Modul auch wirklich zusammenbringen dürfen. Denn ja gut, es könnte sein, dass hier eine galvanische Trennung ist, weil es ist ja auch manchmal im System so ein Modul eingebaut, wo ja die Massepotenziale auch gar nicht miteinander verbunden sind. Also wir eine Eingangsquelle haben und einen Ausgangsverbraucher, wo die Massepotenziale gar nicht sind. Deswegen ist das wohl hier auch getrennt. Ne? Sonst hätte man ja einen Minusanschluss nehmen können. Aber gut, wir müssen prüfen, ob wir erstmal damit arbeiten können. Ich muss ja eingangsseitig erstmal was reinmachen und erstmal prüfen, weil wenn jetzt hier schon 50 Volt rauskommen, als Beispiel, ich weiß ja nicht, wie sie es eingestellt haben, dann hätte ich ja beim Einbau schon gleich das erste Problem. Also müssen wir das erstmal als erstes machen. Spannung auflegen und hier hinten mal drehen, gucken, ne, hier die Schwellspannung finden und erst dann wäre es möglich einzubauen. Da muss ja auch noch ein Gehäuse rum, muss mal gucken, wie ich das mit dem Kühlkörper, wo ich das hin platziere. Lüfter hoffe ich, ist temperaturgeregelt und nicht irgendwie immer am Dauersummen und muss auch prüfen, was das Ding an Eigenverbrauch hat, ne? Ob ich eventuell hier noch ein zweites Relais auf der Ausgangsseite haben muss, dass wenn der Motor steht, ich absolut hier eine Trennung habe und nicht hier irgendwie noch irgendwas passiert. Na, okay. Ja, wir machen erstmal das Gerät überhaupt erstmal verstehen. Eine passive Messung. Also gucken wir erstmal, wie das so mit den Widerstandswerten in sich ist. Was hatte ich gesagt? Weil zum Beispiel mit der masseseitigen Verbindung, ist die überhaupt miteinander verbunden? Gucken wir mal. So. Was haben wir denn da? 3 Kilo. Wie sieht es denn hier aus? Das ist also direkt verbunden. Das heißt also, das sind einfach nur ein Anschlussterminal, der parallel ist. Ich denke, dass man einfach doppelt belegen kann, damit ja einfach mehr Querschnitt dran gebracht werden kann. Weil ist ja klar, weil wenn ich auf der Seite hier die Spannung anhebe, dann ändert sich auch auf der Eingangsseite die Stromseite. Also das heißt, was, wenn hier 3 Ampere rausgehen, muss ja hier irgendwo schon 5 oder 6 rausgelutscht werden. Gucken, wie sieht es denn hier aus?
Ja, Tatsache. Ist also so. Ja, das ist doch schon mal was. Also auf jeden Fall ist die Masse nicht direkt miteinander verbunden. Da muss irgendwo eine galvanische Trennung sein. Aber wenn wir nachher mal, wenn das angeschlossen ist, mal messen, ob hier Ströme auf der Masseseite gezogen werden. Ne? Also, dass wir nicht nur auf der Plusseite hier Ströme haben, sondern wie sich das auch auf der Erdungsseite verhält. Schauen wir einfach mal. Ich werde jetzt direkt mal Spannung auflegen. Und ja, mein Netzgerät macht irgendwie 13,8 Volt. Das heißt also, ich kann hier schwierig dann. Ich habe leider kein Laborgerät, wo ich das genau einstellen kann. Muss ich mal gucken, ob ich dann vielleicht eine Batterie nehme. Ich will jetzt nicht die aus dem Camper extra rausbauen. Dass wir irgendwo so nahe der 12,4, 12,5 Volt Eingangsseite haben, weil dann kann ich nämlich auch den Protect schon direkt einstellen. Und dann wollen wir mal sehen, was hier jetzt rauskommt, wie ich das einfach mal unter Spannung setze. Das machen wir mal direkt. Irgendwo habe ich hier Klemmen. Das sieht doch schon gut aus. Ja, perfekt. Also das sind jetzt hier wirklich für Prüfen nur. Aber ich denke mal, die Querschnitte sind normalerweise höher zu dimensionieren. Irgendwie, was weiß ich, 6 Quadrat ist wohl angebracht. Na, irgendwie 20 Ampere, das ist 6 Quadrat, also Minimum 4 Quadrat wohl zu nehmen. So, jetzt haben wir zumindest schon mal Plus und Minus hier drauf. Gucken wir mal gleich aus, kann man hier auch drauf packen. Wie gesagt, hier oben ist Plus. Sehr schön. Und die nehmen wir auch noch auf. Hey, so ein Schaltungsaufbau ist eigentlich schon ganz hübsch. Also das sieht jetzt schon ganz gut aus. Also wenn man sich mal vorstellt, ein typischer Ladewandler, den man ja auch ganz normal kaufen kann, fertig. Nichts hier mit einstellen, sondern anschließen und schon regelt sich alles selbst. Aber da sind 300 Euro, denke ich mal, Standard um die 30 Ampere. Die sind dann auch zum Beispiel höher in der Belastung. Hier geht es mir ja, wie gesagt, nur um die Anhebung der Spannung, um dann letztendlich mein Batteriemanagement zu sagen, jo, wir haben Energie. Und so ein Ding hier habe ich jetzt gekauft. Deutscher Versender. Asiatisches Produkt, brauchen wir nicht drüber reden. 22 Euro. Kann man es ruhig mal versuchen, ob es geht. Ne? Jo, machen wir einfach mal das Netzgerät an. Damit ich erstmal ein Gefühl dafür habe, was bringt mein Netzgerät. Haben wir denn hier? Ups. Das ist ja immer mit dieser Spannung. Jetzt muss ich irgendwas einstellen. Ach so, ist AC. Oh Mann. 14. Na gut, als Eingang ist okay. Jetzt schauen wir mal, wir geben Plus und Minus drauf, eingangsseitig. Oh, da leuchtet was. Gucken wir mal. Muss 14 sein. Sehr gut. Jetzt ganz natürlich interessant, was macht das eben? Ich habe das vorhin ausgepackt und nichts gemacht. Nichts gedreht. Wollen wir mal sehen. Ausgang. Was? 52? Holla. Das Ding hätte mir ja schon gleich irgendwas abgeschossen in meinem Camper. Also das bringen wir mal erstmal in die Nähe, wo wir hin wollen. E-Bike mit Laden hier. So, gucken wir mal, ob ich das hier so ein bisschen hinkriege. Rechts rum ist noch höher. So, dann drehen wir mal die Colaflasche auf. Also sprich gegen den Uhrzeigersinn sollte sich das hier senken. Wir müssen es auch
nicht nur einstellen, sondern müssen auch gleich mal eine Last dranhängen, inwiefern sich die Ausgangsseite überhaupt unter Belastung vielleicht noch nach unten verändert oder ob sie wirklich stabil bleibt, weil dann wäre das schon echt toll. Ja. Was habe ich gesagt? Wir müssen irgendwo 14,2 hinkriegen. Oh, ist ja schon sehr fein hier. Also das heißt, so wie doll wie ich hier drehe, also man kann das wahrscheinlich wirklich hinterm Komma noch super einpegeln. So, wo sind wir hier? Noch ein Stück. Mann, kann man aber lange drehen hier. Hup, sind wir schon weit. 14,2. Machen wir mal irgendwie nahe 14,2. Oh, das geht aber wirklich gut hier. Wow, perfekt. So, das werden wir gleich mal unter Last prüfen. Nämlich einfach eine Blindlast hier, keine Ahnung, eine Lampe oder so, dass man erstmal ein Gefühl dafür kriegt, bleibt es stabil oder bricht das gleich schon unter kleinen Strömen zusammen. Jo, da besorge ich erstmal die Teile und dann gucken wir weiter. So, ich habe mir gedacht, nehmen wir einfach mal eine Last. Da kann ich ja einfach den, ja, Ladebooster hier, das ist im Grunde, ja, ganz normale Starthilfe. Da ist eine Batterie drin. Ich werde das natürlich auf den Camper einstellen, weil diese hat jetzt irgendwie eine andere Voltzahl. Ich kann nochmal drücken. Was hat er denn? Er liegt bei 13. Wir hatten ja beim Fahrzeug festgestellt, war 12,4. Da möchte ich natürlich den Protect irgendwo hindrehen. Aber ich nehme mal mein Netzgerät. Hab drauf. Jetzt messen wir mal als erstes. So, DC. So, da haben wir unsere 14,2. Jetzt hängen wir mal meinen Booster hier rum. Das ist dann jetzt meine simulierte Last, sag ich jetzt mal. Also sprich der Camper. Das ist keine Lithium-Batterie, aber es ist ja egal. Müssen wir nur, dass wir eine Last drauf haben. Jetzt möchte ich wissen, ist es zusammengebrochen oder nicht? Minimal. Oh. Also man sieht, das Ding ist mit Last 14,2, ohne Last. Boah, also wirklich toll. Eingangsseitig haben wir definitiv weniger. Muss ja. Naja gut, 14,0. Oh, das können wir mal machen. Der Last. So, hier eine Last. Der stabilisiert sich auf 14 knapp. Ja. Aber eingangsseitig muss er ja schon runtergegangen sein. Und mein Netzgerät ist ja noch nicht so viel Power. Ja, boah, haben wir alleine schon eine Differenz von 0,3 Ampere, Volt. Das ist schon, ne, das ist kapazitiv schon gar nicht so wenig. Ja. So, das heißt, das Ding ist jetzt eigentlich schon eingepegelt. Wir haben erstmal ausgangsseitig klar, unsere anvisierten 14,2 Volt, die wollen wir hier irgendwo haben, ne? Also nahe meinem Laderegler von der PV-Anlage. Das heißt, das ist okay. Eingangsseitig möchte ich natürlich jetzt noch einstellen, dass wir hier nicht tiefer ziehen als 12,4. Ne? Ja, jetzt habe ich hier mein Netzgerät hier mit 13,8 Volt. Ich müsste jetzt eine Verbindung zu meiner Batterie. Ich baue die, glaube ich, nicht aus. Ich glaube, ich nehme den Tisch und gehe dann mal mit dem Prüfkabel rüber. Denn das muss ich hier einstellen. Ja? Weil wenn hier nachher Strom fließt und die Sache hier, wer weiß wohin, es muss ja noch eingestellt werden. Die Seite haben wir eingestellt. Hier drehen wir noch gar nicht, weil da kann ich die Amplitude wohl hier noch regeln. Das müssen wir noch mal checken. Aber das ist jetzt stromseitig noch nicht, weil das durch Lasten sich eigentlich selbst regelt. Aber Volt ist klar. Aber den Protect, den muss ich an meiner Batterie am Camper drauf einstellen. Gut, gehen wir mal hin. Ja, da habe ich jetzt die Prüflitze angeschlossen, direkt an meiner Startbatterie. Ich werde das jetzt hier mal wieder so ein bisschen umtüdeln. Oh, können wir damit leben? Können wir. So, ja, ganz klar, Eingang. Jetzt irgendwie messtechnisch müssen wir ja mal eine Leerlaufspannung haben von der Batterie. Irgendwas leuchtet hier auf einmal. Das Ding ist wohl schon im Protect. Ja, weil eben hatten wir eingangsseitig von meinem Netzgerät einfach mehr. So, jetzt schauen wir mal. 12,47.
Wenn der leuchtet, sprich Protect, dann dürfte auf dieser Seite meine 14.2 nicht mehr sein. Ist sie auch nicht. Ja. Also das heißt, das Ding macht schon mal was in Form von, ich mach mal lieber keinen Strom mehr hier hinten raus. So, jetzt drehen wir hier. Drehen den Protect erstmal raus, weil die Batterie ist ja auch in Ordnung. Also muss ich jetzt irgendwie hier Colaflasche auf? Nein. Colaflasche zu. Oh, Tatsache. Das heißt, wenn diese Lampe aus ist, ist der Protect soweit auch aus. Drehe ich wieder hoch, müsste er wieder einschleifen und sagen, nee, die Batterie ist nicht genug. Alles klar. Also ich drehe jetzt erstmal aus dem Protect wieder raus. Das wäre jetzt der Zustand, wenn die Lampe aus ist. Wir haben eingangszeitig eine Spannung, die über unserem Grenzwert ist. Da muss theoretisch irgendwie wieder hier, das was ich ja vorhin eingestellt habe, irgendwas bei 14 sein. Tatsache. Also mal ganz einfach, bildhaft. Jetzt sehen wir mal, wie schön dieser Step-Up hier funktioniert. Wir haben hier eine Differenz von knapp 1,82 Volt. Bombastisch. Das ist schon genau so, wie es eigentlich jetzt einbaubar ist, nur stromseitig. Da hätte ich natürlich noch gerne eine Ausschöpfung eingepegelt, aber das ist eingestellt, 14,2, höher geht es nicht ins System, grenzwertig hier. Würde jetzt hier meine Batterie sich langsam entladen, dann müsste die rote Lampe angehen und er darf mir dann hier das nicht mehr machen. Ich mache jetzt einfach mal an dem Camper eine Belastung an, was weiß ich hier, Zündung und Lüftung, volle Pulle. Eindeutig, das langt ihm jetzt schon nicht mehr als sogenannte Systemspannung. Ja, keine Ahnung, oh ja. Ja, also schon 12 Volt, das heißt sehr hoch belastet. Motor läuft ja nicht, es geht jetzt nur um die Batterie. Es darf nicht unter diesen Zuständen passieren, dass hier eine Last, sprich Ladung auf meine Lithium-Batterie. Das mache ich also wieder aus. Sehr schön. Also auch hier den Schwellwert haben wir eigentlich jetzt optimal. Ne? Und wenn jetzt natürlich alles, was da drüber liegt, sprich Wagen läuft, wir liegen nahe 13 Volt, dann kann der hier richtig rüberbringen. Ne? Aber da müssen wir auf jeden Fall hier nochmal schauen, inwiefern ich hier die Stromsachen, weil ich will hier wirklich nicht chronisch 30 Ampere in meine Lithiumbatterie stellen, weil dann ist die Eingangsseite, was ich ja vorhin schon sagte, und mein Generator, wenn ich dann Lüftung und Fahrlicht und so alles habe, schon grenzwertig belasse. Ich möchte das hier nicht auf volle Stufe fahren, sondern wir haben 4 Ampere vorhin gehabt. Jetzt geht es tendenziell irgendwie so Richtung 14, 15, das könnte ich mir vorstellen. Na, oha, das riecht schon gut. Also das müsste jetzt so schon eingebaut werden. Da geht's jetzt los mit. Ja, damit das jetzt hier auch keine Missverständnisse gibt, ich habe ja jetzt den Wagen nicht laufen. Ne? Also ich habe mich jetzt hier nur orientiert an der Leerlaufspannung und den Protect-Schutz zu prüfen oder einzupegeln. Ja, das wäre zumindest schon mal, was meine Leerlaufspannung ist. Es darf jetzt also nicht unter diese 12,4 Volt fallen. Aber das hieße ja auch, dass wenn meine Batterie gut geladen ist, dass dann trotzdem dann irgendwie hinten geladen wird. Das will ich nicht. Wir müssen natürlich diese Seite hier noch ein bisschen nachparametrisieren, wenn das Fahrzeug läuft, damit natürlich die Startbatterie immer noch in einem sauberen Ladungsverhältnis ist. Also tendenziell nicht eben diese 12,4, sondern irgendwo bei den 13,1, 13,4, das wäre ideal. Also wenn dann auch Lüftung und alles an ist. Ne? Das heißt also, hier kommt noch eine Feinjustierung, ne? Unter dem Betriebszustand Fahrzeug läuft. Ne? Das war jetzt ja nur eine Grundeinstellung. Ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt schon fertig hier.
Ja, Batterie nehme ich nicht raus, aber ich werde sie elektrisch abklemmen und ich muss einmal schauen, was ich gesagt habe, ist das wirklich jetzt hier meine Lithium-Batterie und hier Ladeeingang von dem Relais, wenn der Wagen läuft. Insofern messen wir das erst. DC Auto. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt alles so sehen können. Das ist nun hier erstmal auseinander. Machen wir das mal so. Da ist nichts drauf. 13 sowieso muss meine Lithium sein, weil die hat ja irgendwie 12,4. Klemmen wir so ab. Wo ist denn jetzt der Pol? Da ist Masse. Da ist nichts. Lithium-Batterie. Ja, insofern ist das jetzt klar. Bup, 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 bup. Zum Zettel. Deshalb erstmal jetzt hier nochmal Startbatterie, Relais, Lithium-Batterie. Das heißt, wir müssen jetzt hinter dem Relais. Das ist jetzt im Grunde hier meine Sicherung. Da. Und da klemmen wir es zwischen. Machen wir es mal provisorisch, weil ich will das erst alles mal prüfen, bevor ich jetzt hier mit den Kabelquerschnitten und alles korrekt mache. Erst mal gucken, ob es läuft. Am besten schon gleich mal ein bisschen was drunter liegen hier. Nicht, dass wir hier durch irgendwas, so haben wir jetzt gesagt, Eingang. Muss der so nur abmachen. So, Eingang plus. So, wir schreiben sie hier. Ja, wird hier knifflig hier, ja, aber so zumindest erstmal. Hier kommen da natürlich die passenden Gabelschuhe rauf. Aber zum Testen. So, Plus Ausgang war hier. Ja. Habe ich ein Kabel nehmen? Die Kabel von vorhin zum Prüfen da mit 1,5 Querschnitt wäre selbst für den Test jetzt schon zu gering, weil wenn das Ding hier gleich hochpumpt auf 20 Ampere, dann nee, wir brauchen jetzt schon ein bisschen was auch Bumm hat. Oder abkam. Aber so ist okay. Nehmen wir schön gerade so. Sehr schön. Das muss natürlich dann jetzt als Ausgang in meine. So. Schön. So, tschüss.
so den hier drauf. Eingang, Ausgang ist soweit klar. Jetzt so ein Minus drauf machen. Ah ja, das war eine schöne Gemüse. Hier. Lange Kabelitzen. Oh, schneide ich mir nachher zurecht. Aber so eingangsseitig, ausgangsseitig, was nehmen wir denn jetzt? Ist Masse jetzt wirklich? Oder ist das nur für das Gerät? Vielleicht fließen da gar nicht so dicke Ströme. Das werden wir aber gleich messen, wenn das läuft. Weil dann muss auch da natürlich der Querschnitt angepasst werden. Wenn dann auch irgendwie masseseitig, was ich mir jetzt aber nicht vorstellen kann. Das ist ja nur ein DC-Wandler. Der muss dann, glaube ich, nicht am Massepotenzial auch entsprechend belasten. Aber prüfen ist besser, ne? Kriegen wir den mal hier ein bisschen schnell rein. Stopf. Das kommt hier zusammen. Nein, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Na, jetzt die. Schon zwei Ösen drauf. Schöne Prüfleitung. So, jetzt machen wir erstmal irgendwie. Gehen wir direkt hier auf den Pol. Man kann sich die Masse ja auch irgendwo dann am Chassis holen, aber jetzt für mich einfacher, weil ich habe hier schon zwei Ösen drauf. Hat mir schon den Protect an. So. Ja, auf 12,47 hatten wir es ja eingestellt. Und das ist ihm jetzt schon zu wenig. Aber das ist ja auch egal. Es geht ums, wenn er läuft. So, machen wir mal fest hier ein bisschen. Jo. Sieht schon elektrisch jetzt erstmal okay aus. So, starte das Fahrzeug. Gehen wir mal auf Ampere. Was haben wir hier? 04, also knapp 2 Ampere. Scheint wohl schon nur der Verbraucher. Ausgang dürfte ja gar nichts sein. Oder vielleicht doch. Das dürfte hier gar nichts. Aber bin ich vielleicht zu hoch. Gehen wir auf 100 Ampere. Alter. 25 Ampere. Na, könnt ihr vielleicht jetzt hier sehen. 25 Ampere geht auf der Eingangsseite. Verbrauch hatten wir gerade minus Tendenz. Geraten, berechnet. Ich sage irgendwas bei 23. Also das ist das, was ich meinte. Ne? Alleine schon die Wandlungsverluste, Spannungsanhebung, ein bisschen was. Aber das ist ja schon der Burner. 25 Ampere, es ist nichts warm.
Das heißt, meine Leitung ist soweit belastbar. Aber minusseitig ist so gut wie gar nichts. Also das heißt, da kann mit 1,5 oder was weiß ich, damit es hübsch ist, 2,5 Quadrat einfach geerdet werden, beide Seiten. Ja, aber das mit Eingang und Ausgang finde ich hier schon der Knaller. Na? 23,4. Also man merkt, da geht jetzt richtig was. Jo. Was mich nur wundert ist, dass der Protraktor jetzt hier so leuchtet. An sich soll diese ja dafür sein. Wie hat man den Protect Eingangsseite hier? Nö. Zeigt was anderes, das ist jetzt die andere Seite. Ja. Man muss natürlich schon gucken. Ja, Protect leuchtet nicht. Insofern macht er ja jetzt auch was. Wenn ich da jetzt dran drehen würde, könnte ich den Protect wieder rein oder raus. Aber ich hatte ihn ja auf die Leerlaufspannung meiner Batterie eingestellt. Ich gehe mal auf die Spannung und prüfe mal, wie weit der mir jetzt auch meine Startbatterie runterzieht, beziehungsweise das System belastet. Weil ich wollte ja auf keinen Fall, dass hier weniger kommt und wir im Grunde nach und nach, auch während des Fahrens, die Batterie leer lutscht. Wir sind im Volt, wir sind im AC, also dieses ewige Drücken, ich glaube, ich nehme mal ein anderes Messgerät hier. Jedes Mal vergesse ich da zu drücken. So, was haben wir denn? 13,5. Wir sind also über der Leerlaufspannung, insofern wird die Batterie sogar noch geladen. Und wir lutschen ja im Ausgangsbereich um die 20 Ampere, ist mir schon fast zu viel. Könnte man jetzt hier noch mal ein bisschen einpegeln. Ansonsten Einbau fertig. Ne? Ich lasse das jetzt im Moment laufen. Ne? Wir machen hier mal Pause. Lass es jetzt mal 10 Minuten so laufen, um dann mal thermische Prüfung zu machen. Also wird hier irgendwas heiß? Sind die Leitungen überlastet? Was macht mein Relais? Na, obwohl es ein 70 Ampere Relais, das ist Chico. Aber trotzdem möchte ich natürlich jetzt wissen, ob an diesem Gerät alles arbeitet, wie soll. Na, aber die Wandlung hier ist schon enorm gut. Muss ich sagen, das gefällt mir. Jetzt gucken wir mal, was wir am Ausgang an Spannung. Na, wir hatten das ja irgendwie auf 14,2 eingestellt. Boah, also die hält ja total sauber. Super. Ich bin begeistert. Ja, habe das jetzt mal laufen gelassen, ne, gut 10 Minuten. Es hat sich wirklich sehr gut die Lithiumbatterie hochgepumpt, thermisch auch in Ordnung, hatte ich ja kurz eingeblendet, dass dieser Kühlkörper dann bei der Belastung von, wie gesagt, 20 Ampere etwa 40, 45 Grad wird. Das ist normal, der Lüfter ist nicht mehr angegangen. Ja, jetzt habe ich nochmal eine, wenn alles wieder aus ist, eine Messung, weil diese kleine LED hier, die leuchtet. Ja. Und zwar auf der Ausgangsseite, damit zeigt er mir an, dass im Grunde da eine Spannung anliegt. Ne? Wenn ich das jetzt hier mal wieder trenne, dann fällt die kleine Lampe gleich wieder da, oder die LED aus. Weil eingangsseitig ist ja getrennt. Ne? Das ist ja nur, wenn der Motor läuft. Das heißt, hier ist gar keine Spannung drauf. Während auf der Ausgangsseite natürlich meine Lithiumbatterie dran ist. Und jetzt wollte ich hier mal messen im nicht laufenden Zustand. Ob jetzt hier irgendwie mehr Strom fließt. Ja, das habe ich jetzt da, man sieht, ne, die Leuchte geht aus, das heißt, die Kondensatoren entladen sich, soweit auch nicht schlimm. Entscheidend ist, wenn meine Batterie dauerhaft jetzt hier auf der Seite drauf ist, inwiefern ja, da ein Strom fließt. Ja, weil sonst müsste ich nämlich auf der Ausgangsseite laufabhängig ja auch noch eine Trennschaltung machen, sprich noch ein zweites Relais. Aber das wäre ja sonst echt blöd. Gucken wir mal. Ich stelle mal auf 2 Ampere hier, damit ihr das sehen könnt. Oh, das ist also 0,05 Ampere. Das ist also eigentlich wirklich nur die LED. Und das kann man so lassen. Also damit wird man die 150 Ampere Lithium-Batterie wohl nicht fett entladen. Ja, ist super. Dieser Bereich da hinten in der Ecke, das ist ein idealer Platz. Der ist auch vor allen Dingen schön dicht, ne? Also ich sag mal jetzt diese V hier, da kommt ja nie Feuchtigkeit, Wasser oder wie auch immer. Jetzt habe ich mir ein Stück Pappe hier. Das machen wir aus Aluminium. Ich sag, machen wir hier schön, zack, bob ran. Und dann letztendlich das Gerät
Können wir ja dann auch irgendwie hier so drinnen platzieren. Ich kann ihn ja eh nicht richtig in der Kiste bauen, weil sonst würde ja auch die Luftzirkulation Probleme machen. Also eine offene Seite brauche ich. Tendenziell natürlich auch nach unten. Ja, das machen wir dann auch so. Mal so ein Zwischenergebnis. Jetzt wie gesagt diese Aluplatte, den Kühlkörper hier durchgebohrt mit Schrauben und Leitpaste. Und ja, da ja die Erdungsseite, also das Minuspotenzial, ja wie gesagt, nicht mal 2 Ampere hatte, das braucht wahrscheinlich das Gerät einfach nur, ist auch soweit in Ordnung, bin ich natürlich jetzt mit einer Erdung, die kommt jetzt hier mit angeschraubt, wenn das eingebaut wird, und dann hier eigentlich nur einmal rüber gebrückt auf die andere Seite. Ja. Also ob das jetzt überhaupt Not tut oder nicht, kann ich nicht ermitteln. Wir hatten das ja geprüft. Insofern machen wir es einfach so, wie es vorgegeben ist. Ja, jetzt habe ich geguckt, hier eingangsseitig, also ich habe hier für den Querschnitt bis 2,5. Das ist zu dünn. Also muss ich dann irgendwie ein Y-Stück bauen. Ich kriege hier überhaupt gar kein Kabel. Also das hier ist genormt, sagen wir mal, auf 5 mm. Das kann ich auf 6 Quadrat rüberbringen. Aber die kleinen hier, also das haben die jetzt mir schon blöd gemacht. Muss ich jetzt irgendwie auch nicht. Komme ich nicht mit 6 Quadrat richtig rauf. Da gibt es gar keinen Kabelschuh für. Na, oder eine Gabel. Die hier zum Beispiel für 5 mm oder ja, ich glaube, das Maß hier, die kann ich nicht nehmen. Die muss ich irgendwie aufsplitzen und dann auf 6 Quadrat. Gucke ich mir mal an. Ja, hier kann man das jetzt mal sehen. Das ist eine Standard für 6 Quadrat. Und die kriegt man hier definitiv nicht zwischen. Ja, da schleife ich auch nicht rum. Und die Seite, Ausgang, kein Thema, kriegt man hier zwischen. Also wenn ich da jetzt ein bisschen drücke, dann passt das schon. Das geht. Nur die Seite, das muss man irgendwie anders machen. Ja, jetzt geht's weiter. Alukörper ist jetzt soweit fertig. Habe ja gesagt, das kommt da hinten in die Ecke rein. Es sind die Anschlüsse. Hier habe ich das also wirklich auf 2-mal passenden Querschnitt jetzt gemacht. Und dann entsprechend erst auf 6, ne, verpresst. Und ja, die Gabelschuhe gibt es leider nicht so richtig passend. Aber das geht dann auch. Ich habe jetzt einen 2-Sicherungshalter hier, Eingang wie Ausgang, weil dann habe ich den Vorteil. Also sollte mal das hier in der Dauerlaufphase zu irgendwelchen Differenzen, Problemen, wie auch immer, dann habe ich ja die Möglichkeit, wieder zu switchen ins Alte und kann mir das dann angucken. Aber wenn ich unterwegs bin und das macht irgendwie Probleme. Aber eingestellt haben wir alles, sprich reinfummeln. Schauen wir mal, dass wir das auch alles jetzt passend haben. 2 Schräubchen bräuchten wir. Das ist wirklich schön hier, die Ecke. Also wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt ein Modul gekauft, ein fertiges oder so, das hätte ich nie da reingekriegt. Hätte ich mir einen ganz anderen Bauplatz suchen müssen. Und so finde ich das natürlich von der Individualität her schon wesentlich besser. So, das mal fixieren. Das ist doch schon mal Chico. So, Bombe, 2. Schraube, Erdung fürs Modul, das auch auf dem Modul einfach nur von einem rüber gebrückt. Ich weiß gar nicht, ob das Not getan hätte. Naja, tendenziell haben wir aber gemessen, das Modul ist eigentlich nur damit versorgt, mit der Erdung hier. Insofern mache ich das gleich, der Öse, Masse seitig fest. So, dann müssen wir aufpassen, wo schon Strom drauf nehmen. So, ne? Das ist ja Lithium-Batterie. Da haben wir den Ausgang. Der kommt definitiv als Ladeausgang. Den etwas längeren, habe ich gesagt, kommt hier hin und geht jetzt auf den Eingang des Moduls. Können wir gleich mal aufklären. Da machen wir mal eine Presshülse drauf.
Von der Dimensionierung hier sind jetzt 2x40 Ampere, also auf der Seite sind 40, so wie hier, hat man noch ein bisschen Luft. Aber sollte man hier irgendwo eine Leitung sich durchwubbeln, dann würde die auch durchgehen. Dann ist auch gut. Ein reiner Leitungsschutz. Yes. Ich hoffe, man kann das so alles sehen, dass ich immer mit meiner Rübe da drüber bin. Und wir haben mehr Sicherung hier. Aber Elektrik ist manchmal so. Ne? Machen wir noch ein bisschen hübsch hier. Naja. Jo, mein Ausgang. Die Lithium-Batterie ist nicht abgeklemmt. Insofern muss ich hier auf der Seite immer aufpassen, dass nicht die Seite irgendwie. Die ist ja jetzt spannungsfrei, aber. Der Ding da drin ist die ganze Zeit unter Dampf. Hätte hinten auch die Sicherung rausnehmen können, aber da ich hier nicht fummel, ne? Okay. Upala. Muss auch noch mal hier. Das sieht auch so wie aus. Masse ist drauf. Eingang, Relais. Ja, ich kann jetzt starten. Einmal prüfen, ob alles noch so geblieben ist wie vorher. Wie wir es eingestellt haben. Und dann ist das fertig. Fummelig, fummelig. Eingeklemmt. Sieht so alles gut aus. Ist auch sauber. Oh. Okay. Der Kasten hier immer voller jetzt war. Natürlich dann immer gucken, soll auch nicht ganz so viel Tüdelüt hier immer mehr mit reinmachen. Aber. Ach nee, da müssen wir sowieso gleich mal ein bisschen messen. Also lassen wir das mal so. Lalalab. Hübsch machen können wir schwer. Ich weiß, das ist ein langes Video. Oder wird das? Nein, wird das später gemacht. Man kann ja vorspulen. Das muss sich andauernd schneiden und machen. Dann kommt wieder, ja, du hast nicht gezeigt, wie man das macht. Okay. Ja. Oh. Wollen wir echt mal probieren? Klar, starten. Okay. Schon mal 22 im Ausgang, 26 im Eingang an Ampere. Das ist top. Das ist echt wow. Das Schöne ist, das Ding regelt sich wirklich. Also ich hatte jetzt doch noch mal gedacht, die Amperezahl mit dem Drehregler zu regeln, aber es tut überhaupt nicht Not, weil wenn er merkt, dass eingangsseitig einfach nichts kommt oder er relativ hoch belastet ist, dann pegelt er runter. Ne? Also somit kriege ich auch eine weitaus gut ausgeschöpfte Leistung rein. Die Kabel sind auch entsprechend dimensioniert. Da ich das aber nicht vorher wusste, ob ich hier grenzwertig belaste, ne? Ist ja nun mal auch wirklich jetzt 37 Jahre alt, das Auto. Aber es ist wirklich hier sehr gut
was vor allen Dingen jetzt auch reingeht in meine Lithium-Batterie. Und der ist also auch dreimal belegen hier. Mal hier, na, geht jetzt wieder auf 20. Das ist also wow. Das ist ein Idealverhältnis. Also, so habe ich mir das vorgestellt. Eine gute Kühlableitung natürlich auch. Es ist auch eigentlich zu, weil ihr habt ja gesehen, das ist so ein schöner Einbaubereich. Und das ist auch so eine Aluplatte. Ihr habt dann auch eine thermische Abwicklung plus Lüfter nach unten. Ja, denn in ein richtig geschlossenes Gehäuse, dann hätte das ja genauso offen sein müssen. Ja, und hier kommen so auch keine Emissionen weiter rein. Schön. Das ist ein Ergebnis, mit dem ich leben kann. Und schaltet auch wirklich sauber runter. Ne? Das heißt, dass nicht, dass das Modul mir doch hier noch ein bisschen was rausholt, weil ich ja sagte, mit der Schwellspannung, ich habe sie auf diese 12,47 gelassen, weil die Batterie ist nun mal so, ist auch eine kleine. Nehme ich mal eine größere, die dann vielleicht 12,8 oder so. Und wenn ich hier tausche, dann kann ich das nochmal kontrollieren, ob es auch in Ordnung ist, beziehungsweise nochmal nachregeln. Aber hier ging es ja einfach mal um ein Experiment, oder eine Lösung, die für einen Elektroniker durchaus was anderes ist als für einen Laien. Der muss einfach fertige Geräte kaufen, ne? Aber beim Einbau, wenn man dann schon gar nicht versteht, was passiert da, was jetzt hier eigentlich nichts anderes visualisiert wird, was haben wir gemacht, wie funktioniert sowas, warum ist nur durch die Spannungsanhebung auf einmal ein entsprechend hoher Strom in eine Lithiumbatterie, ja. Das wurde ja jetzt in diesem Video mal behandelt. Ja, viel Spaß, ne, wenn ihr mal sowas basteln wollt oder zumindest ein paar Inspirationen bekommen habt. Tschüss!